Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon HeartGold in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Und wie ihr sehen könnt, sind wir heute im Pokémon-Markt. Wir müssen nämlich unser Geld mal wieder ein wenig ausgeben, denn wir haben viel zu viel. Und ich würde sagen, 10 Stück plus ein Prämieball. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, mal ein paar Tränke. Ach Gott, davon können wir gar nicht so viele kaufen. Na, wie viele Schutz können wir uns leisten? Nehmen wir mal 2 Schutz mit. Ne, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Oder so ähnlich. Was? Nein, das wollte ich nicht anklicken. Hier, was verkauft diese gute Person? Jetzt nicht wirklich so das Gelbe vom Ei. Oma, gibst du uns noch was? Komm, schenk uns bitte was. Nee, sie schenkt uns nur Lebenserfahrung. Die wird uns hier aber nicht wirklich helfen. So, er hat uns auch nicht wirklich was zu sagen. Das ist ja wieder toll, dass man sich hier mit Leuten unterhalten kann, die denn einem nichts geben. So, Teenager Nils mit einem Kamaup. Einem Feuer-Pokémon. Sollte für uns auch wieder kein Problem darstellen. Wirklich easy. Und ich muss auch sagen, wir haben bisher Glück gehabt, dass kein wirklich schlimmer Drachenkampf uns bevorstand, weil das hätte wirklich in die Hose gehen können. Aber so langsam sind wir aus dem Bereich raus, wo uns ein Drachen-Pokémon mit Drachenwut one-shotten kann. Und ein Tragosso. Übrigens vom Typ Boden. Das heißt, Kamaup muss auch vom Typ Boden gewesen sein. Ich habe gedacht, die Kombination kommt erst bei seiner Weiterentwicklung, dass es zu einem Feuer-Boden-Pokémon wird, aber anscheinend schon vorher. Wieder was gelernt, Freunde. Wieder was gelernt. So, tschüss, Tragosso. Wir kämpfen lieber mit dieser Verrückten hier. Sie telefoniert gerade. Und Freunde, ganz im Ernst, wenn ich gerade am Telefonieren bin und mir dann plötzlich so ein Verrückter da in den Nacken spricht und meint, na, willst kämpfen? Wüsste ich nicht, was ich tun würde. Aber Annette, wie sie wohl heißt, ist wohl hart im Nehmen. Oder das ist ihre Masche. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich falle nicht drauf rein. Und werde sie mal fix entsorgen. Weberak übrigens vom Typ Giftkäfer. Das heißt, ja. Eins von beiden wird uns gleich wieder begegnen. Ach nee, sie hat nur ein Pokémon. Ich hab Schwachsinn erzählt. Och, du bist auf der Durchreise? Nee, Mädel, du kriegst meine Adresse nicht. Meine Adresse, ja. Kannst mir einen Brief schreiben. Aber wird endlich Zeit, dass Kunigunde Drachenwut erlernt. Damit Kämpfe mit Kunigunde ein wenig beschleunigt werden können. Wobei wahrscheinlich, wenn Kunigunde Drachenwut kann, dann sind die Pokémon von den Gegnern schon so stark, dass eine alleinige Drachenwut wahrscheinlich nicht mehr ausreicht, um sie zu besiegen. Denn nochmal zur Erinnerung, Drachenwut macht 40 Schaden, egal was kommt. Und das macht natürlich nur so lange Sinn als starke Attacke, solange die Pokémon halt nicht viel mehr Lebenspunkte als 40 haben. So, ein starrer Lilly. Ein Flug-Pokémon. Süß. So süß wie Gemüse. Und doch muss es sterben, Freunde. Denn entweder starre Lilly oder ich, und dann doch lieber ich. Und in diesem Fall steht das Ich für Kunigunde, die jetzt auch schon Level 12 sein sollte. Jo. Freunde, ich könnte Prophet werden. Oder Medium, eins von beiden. Plaudergei. Klingt so ein bisschen wie... wie hieß die Seite?
Ich hab's vergessen. ICQ, oder? ICQ hatte doch so eine ähnliche. So einen ähnlichen Sound, meine ich. Kann mich auch gerade aber auch irren. Erinnert mich aber auf jeden Fall ein wenig daran. So, Selim. Das war's mit dir und der nächste kommt gleich. Der Albrecht. Och, der Albrecht. Na, was hast du zu bieten? Pflanze Gift. Ne, Freunde, jetzt muss ich aber echt mal Tanja in den Kampf holen. Weil jetzt gegen die ganzen Pflanzen-Pokémon möchte ich ehrlich gesagt nicht immer mit Windhose besiegen. Also ich hoffe mal, dass das ein Pflanzentrainer ist. Ach so, übrigens, Tanja hat Grasflöte erlernt. Damit kann ich Pokémon einschläfern. Also nicht im Sinne von einschläfern, dass sie tot sind, sondern im Sinne von, dass sie schlafen. Muss man ja ein bisschen aufpassen mit den Begriffen hier. 34, ja toll, Freunde. Ist ein Gifttrainer. Weil Piondragi ist nicht vom Typ Pflanze. Ah, schade. Und der ist Level 15. Oh mein Gott. Da sehe ich erst jetzt. Was mache ich denn da? Ach, der ist vom Typ Gift. Moment, Freunde. Unser Wurmi. Hat endlich einen Sinn. Psychoattacken sind nämlich sehr effektiv auf Gift. Gift ist jedoch nicht effektiv auf mich. Ja, komm. Lass mich in Ruhe. Die hat keine Wirkung. Oh nee, da hat Piondragi noch irgendwas anderes in sich. Ja, Wurmi, bist doch wieder wertlos. Dann Schlambi. Nee, nicht Schlambi. Oh, ich wollte doch Kunigunde holen. So, was mache ich denn jetzt? Lehmschelle? Ja, toll. Senkt meine Verteidigung weiter. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Oh. Lol. So sieht also sehr effektiv aus. Schlambi, so geht's nicht. So geht's wirklich nicht. Oh mein Gott. Schlambi, du musst raus da. Schlambi, aber ganz schnell. Schlambi, du musst raus. Sonst bist du gleich gewesen, mein Freund. Ja, Kunigunde. Hilft dir alles nichts. Hilft dir alles nichts hier. Das ist ja wirklich ein Drama im zweiten Akt gerade. Angekommen, sich anbahnend der Höhepunkt hier. Als ob. Alter, dieses Piondragi. Das macht mich fertig. Ich werde heute Nacht noch schlecht davon träumen. Ich meine, es macht nicht wirklich was, aber es stirbt auch nicht. Kann doch nicht angehen. Geh doch. Endlich.
So, ich möchte jetzt bitte ganz viele Erfahrungspunkte. Na, mal sehen, was als nächstes kommen wird. Ein Apollo. Alpollo, sorry. Sorry, Alpollo. So, komm, Wurmi, jetzt aber. Alpollo kann auf jeden Fall mit Psychokinese besiegt werden, Konfusion. Das können wir jetzt regeln. Sehr schön, trifft doch mal. Und das war's mit Alpollo. Und hier möchte ich auch mal gleich mit dem Missverständnis oder dem, ja, der Fehlinformation aufräumen. Ich meine, das wird man wahrscheinlich schon wissen, dass Geister-Pokémon eine Psychoschwäche haben. Nein. Problem war, dass damals die meisten Pokémon, die vom Typ Geist waren, ebenfalls vom Typ Gift waren und so entstand das Vorurteil, dass Psychoattacken oft auf Geist-Pokémon sehr effektiv sind. Jedoch ist es nur auf Gift-Pokémon sehr effektiv und deswegen, ja, kam es halt zu diesem Vorurteil und ja, wollte ich nur mal erwähnt haben, weil viele wissen das nicht und leben bis heute, oh, das ist ein Trainer, verdammt, leben bis heute mit der mit dieser Fehlinformation im Kopf und das kann ich natürlich nicht unterstützen. So, Tommy, ein Kabutops. Nee, Donnerwelle sollte keinen Effekt bei ihm haben, weil Kabutops ist vom Typ Boden. Und ich bin so bereit für Drachenwut. So bereit, Freunde, ihr könnt mir das gar nicht glauben. Sehr geil, Kunigunde, sehr geil. Und richtig gute XP, nicht LP. Hier, der dicke Mann, der verkauft uns Fleckmon-Routen, die er illegal wohl irgendwoher beschaffen hat. Die werden wir natürlich nicht kaufen. Können wir auch gar nicht, weil die kosten 1 Million Poké-Dollar. Und so viel Geld haben wir noch nicht, Freunde. Und so viel Geld werden wir wahrscheinlich auch nie haben. Und ab dem Moment, wo wir es haben könnten, ist der eh nicht mehr da. So, der gute Mann hier, der gibt uns eine Angel. Und Freunde, ich werde jetzt einmal etwas tun. Und zwar werde ich nochmal in ein paar Städte gehen, denn wir können jetzt ein paar Pokémon fangen. Und mit ein paar meine ich eins. Ich melde mich mal in Viola City wieder. So, Freunde, da sind wir auch schon in Viola City und zwar können wir hier mit Zertrümmerer noch diesen Stein aus dem Weg räumen. Los, Riesenzink! Mach dich nützlich! Und hier liegt eine Erdtafel. Äußerst interessant. Und jetzt gehen wir nochmal in die Stadt, dessen Name mir gerade entfallen ist. In die zweite. Moment. Warum haben wir nicht die Karte? Ach, der ist. Die Karte ist ja in dem Teil im Pokécom drin. Und zwar nach Rosalia City. Und dort werden wir einmal angeln und werden uns ein neues Pokémon holen. Gut, Freunde, da sind wir auch schon wieder. In Rosalia City. Und ich würde sagen, angeln wir uns unser nächstes Pokémon. Nun kommt schon, Fische. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wollen die mich alle verarschen? Fische, jetzt kommt schon. Beißt! Oh mein Gott, Freunde. Es hat was angebissen. Beim gefühlt 80. Versuch oder so. Ein Kramchef. Weiblich. Unser fünftes weibliche Pokémon, aber na gut. Sei es drum.
So. Eine Windhose sollte Kramchef aushalten. Ja. Eine zweite wird Kramchef auch noch aushalten können. Und ich muss sagen, Kramchef wäre ein ziemlich cooles Pokémon in meinem Team. Denn es ist vom Typ Flugunlicht, wenn mich mein gefährliches Halbwissen nicht im Stich lässt. Und ja, das wäre wieder eine schöne Typenkombi. So, komm. Wünscht mir Glück. Ja. Leute, ihr sollt mir auch Glück wünschen und nicht mir genau das Gegenteil prophezeien. Au, au, au. Komm. Bleib drin, Kramchef. Bleib drin. Verdammt, Freunde, wir müssen erstmal einen Supertrank einsetzen. Weißt du, erst hier stundenlang kein Pokémon angeln und jetzt hier so ein extrem starkes oder was? Glaube es ja nicht. Und Kramchef, das war richtig dumm. Komm. Kramchef. Alle guten Dinge sind drei. Eins. Zwei, drei, Kartoffelbrei, jawoll! Sehr stark, sehr, sehr stark. Anführer, Kramchef kennt kein Erbarmen. Einem untergegangenen Kramurks wird es niemals einen Fehler verzeihen. Untergebenen. Ja, oder auch untergegangenen. Okay, das ist also... so ein kleiner Diktator. Eine Adelheit, Freunde. Mit der scherzt man nicht. Adelheit. Zeig mal kurz, was du so kannst. Okay. Mal, ich werde mal kurz die Attacken wenig ordnen. Jetzt hat der Nebel. Alle Statuswerte werden mir genommen, das ist gut. Sehr, sehr stark. Und Adelheid ist eigentlich auch schon auf einem guten Level. Gut, Freunde, dann melde ich mich zurück auf Route 32, nachdem ich hier meine Pokémon geheilt habe. So, Freunde, da bin ich wieder und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, auf dem Steg gegen einen Angler. Gegen Angler Angelo. Oh, Freunde. Und dort ist ein Drachen-Pokémon, was eventuell Drachenwut könnte schnell besiegen. Frage ist, wie? Eine Drachenwut könnte ich überleben. Aber halt auch wirklich nur eine. Ja, mach Sandwirbel, Kaumulat. Damit habe ich kein Problem. Sehr stark. Sehr stark, Adelheid. Und ich muss sagen, ich mag diesen Sprite von Adelheid sehr. Der ist... weiß ich nicht, erinnert mich ein bisschen an Zorro. Nee, auf einen Drachentrainer habe ich keine Lust. Warum fragen mich eigentlich immer nur die Drachentrainer, ob sie mit mir befreundet sein wollen? Hier kriegt keiner meine Telefonnummer. Glaub's ja nicht. So, gegen den haben wir schon gekämpft. Und hier liegen noch ein paar Items und da ist noch ein Trainer. Na, wer will jetzt auf die Schnauze? Ein Glumander. Ich will ein Glumander haben. Naja. Ist mir nicht vergönnt, Freunde. Ja. TM06 Toxin. Okay, coole Attacke an der Stelle. Ich wüsste aber gerade nicht, wem ich das beibringen sollte. Und Toxin macht auch, glaube ich... okay. Lavados. Toxin macht auch, glaube ich, nur, dass ein Gegner vergiftet wird.
Lavados könnte eventuell antike Kraft. Das könnte gefährlich für mich sein. Oder es kann auch nur Flügelschlag. Das wäre natürlich überhaupt nicht schlimm für uns. Ja. Okay, Glück gehabt. Aber ich muss jetzt mal Adelheid austauschen. Denn... Alter, sind das XP. Guckt euch diese XP an. Haha, wieder im grünen Bereich. Richtig stark. Nun ist gut. Camper Erwin. Nun ist gut, ne? Will mich hier nicht in XP ertränken. Und in diesem Part werden wir jetzt noch einen Trainer besiegen. Einen ehemaligen Vogeltrainer und dann die Höhle betreten, welche uns in die nächste Stadt führen soll. Das heißt, wir werden noch einen Trainer besiegen und ein Pokémon fangen. Wenn uns das denn mal wieder vergönnt ist. Und ein Item werden wir uns auch noch holen, sehe ich gerade. So, Rico. Oh. Wobei, ist Level 6. Soll nichts können. Ich tausche trotzdem aus zu Tanja. Altaria vom Typ Drache Flug. Könnte uns, wie schon gesagt, potenziell gefährlich werden mit Drachenwut, aber auf Level 6 sollte Altaria diese Attacke nicht beherrschen. Ich vergaß. Ich bin ebenfalls ein wenig im Nachteil gegen Flugattacken. Aber Altaria besitzt eine Doppelschwäche. Von daher sollte das ein leichtes Spiel gegen uns sein. Und egal, was uns jetzt noch erwarten wird, Tanja wird es wegkloppen. Denn wir haben Eisattacken und Eisattacken sind gefährlich gegenüber Drachen. Latios. Legendäres Pokémon von Generation 3. Legendären Pokémon immer aufpassen. Die können einen nämlich ordentlich auf die Fresse hauen. Aber nicht heute. Und ein Latias, ja. Rico, da hast du aber ordentlich legendäre Pokémon gefangen. Wunschtraum. Ich meine, Wunschtraum heilt einen nach ein paar Runden. Wenn ich dem Ganzen richtig informiert bin. Ja. Im besten Fall heilt es sich jetzt gleich, ne? Gut, Latias. Hättest dich vorher heilen sollen, dann hättest du eventuell noch eine Runde überlebt. So jedoch hat Tanja dich besiegt. Ja, Rico, danke für den Kampfeinsatz, aber hat nicht viel gebracht. So, Freunde. Dann zerbrechen wir einmal diesen Stein und holen uns Wechselhülle. Was einfach aussieht wie ein Kondom. Ein Item zum Tragen. Dieser harte Panzer ermöglicht den Austausch des Trägers gegen einen wartenden. Okay, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ein Item zur Entwicklung ist. Ich weiß es gerade nicht. Bin ich gerade sehr uneinig. So, der Einheitstunnel, Freunde. Ein neues Gebiet. Und ein Snobillycat. Mal gucken, ob wir es überhaupt fangen. Eins, zwei, drei, du bist meins. Jawoll. Quentin. Ich glaube, so wird er geschrieben. So heißt die Katze von einer Freundin. Na gut, Freunde, ich werde jetzt, den Part beenden. Werde ein wenig, werde ich trainieren? Ja, vielleicht die beiden, minimal. Und werde mir kurz mal das Snobillycat anschauen und gucken, ob wir das ins Team mit aufnehmen. Und dann machen wir im nächsten Part die Einheitstunnel-Geschichte und schauen mal, wie weit wir kommen werden. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und ja, ich bin raus. Tschüss.